Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute habe ich den wunderbaren Philipp Epping zu Gast. Philipp, mein Lieber, herzlich willkommen zum Interview. Yes, welcome, welcome. Und ich dachte mir, ich mache ein kurzes Intro, bei dir kriege ich das, glaube ich, perfekt hin, weil ich habe sie gerade schon in großen Komplimenten gelobt, eure Webseite sozusagen mir ausführlich durchgelesen. Und das, was hängen geblieben ist, ist so ein bisschen der Slogan von der Kopfschmerzagentur zur Cashflow-Agentur. Na, und das ist tatsächlich ein super schönes Bild, na, weil ich glaube, da steckt zum einen drin, dass ihr, glaube ich, ausschließlich mit Agenturen zusammenarbeitet. Na, ich kann mir vorstellen, als jemand, der auch schon so das ein oder andere Projekt für Kunden übernommen hat, dass da sehr schnell Kopfschmerzen entstehen können, hin zu dieser idealen Welt, wo man eigentlich für angetreten ist, glaube ich, auch als Agenturbesitzer, wirklich die Maschine läuft, Geld kommt rein, alle Prozesse sind schlank und mit dieser Mission sozusagen seid ihr mit DXR gestartet, ne? Mit deinem Co-Founder Anton zusammen, wie ich das verstanden habe. Aber pack es doch vielleicht nochmal in deine eigenen Worte, wer ihr seid, was ihr genau macht, und damit starten wir einfach mal entspannt rein. Yes. Ich glaube, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, fertig. Was wir so machen, wie wir es machen. Was ich mal gerne sage, ist so, Zielsetzung dahinter ist, ne, Profit Margin nach oben zu bekommen. Ja, gibt zwei große Hebel für jedes Business, insbesondere auch für eine Agentur. Gerade bei einer Agentur, weil sie natürlich sehr servicelastig ist. Hebel Nummer eins, Umsatz nach oben bringen. Hebel Nummer zwei, Profitmarge in die gleiche Richtung. Und da geht ehrlich gesagt eigentlich bei eigentlich fast jeder Agentur was. Also ich habe hunderte Gespräche geführt. Yeah. Von hunderten vielleicht mal einer, wo ich sage, ja, da seid ihr schon im ganz guten Bereich. Meistens eher so, dass wir sagen, hey, da geht noch echt was. Ist noch Luft nach oben. Da und können das wir ja auch gleich fachlich einsteigen. Ey, da bin ich ja echt gespannt. Weil ihr habt ja wirklich, du hast ja selbst dann, und das ist ja, glaube ich, das Coole, wenn man so eine klare Zielgruppe hat, dann hast du ja wirklich nur Agenturen am Telefon und weißt ja ganz genau, wo so die größten Schmerzpunkte sind. Ne? Ja. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht sind so die Top 3 Probleme, warum die Marge oder warum vielleicht bei vielen noch ein bisschen mehr Kopfschmerzen als entspanntes ja. Leben sind als Agenturbesitzer? Ja, Punkt Nummer 1, mega klar, kein gutes Angebot. Ja, die meisten Agenturen leben im Land der Vergleichbarkeit. Glauben, sie sind einigermaßen gut positioniert, ist in der Regel aber nicht der Fall. Das bedeutet, ja, also ich meine, du kennst es ja auch, Robert, ja. Ich meine, du bist ja viel auf LinkedIn unterwegs. Ja. Da sind ja auch viele Agenturen unterwegs. Ja. Und wahrscheinlich könntest du mir auch schon sagen, was so die Sätze sind, die du am häufigsten hörst. Ja, jeder macht irgendwie Social Recruiting für Handwerkpflege, für KMUs, das ist immer so mein Liebling so. Wir haben Zielgruppe KMUs, ja, okay. Ja. Du bist positioniert also auf alle jeder, Menschen, die atmen. Ja. Ja. genau, also viele sind erstmal in der schlechten Marktposition, ja, und wenn ich mir schlechte Marktpositionen angucke, sind das immer für mich zwei Bereiche. Einmal das Timing auch anzugucken, weil viele sind in der Marktposition, wie jetzt zum Beispiel Social Recruiting. Vor 5 Jahren war das eine krasse Positionierung, ja, da war das neue Ding. Ja, vor 10 Jahren war Facebook das neue Ding. Ja, und viele halten immer so ein bisschen dann fest und sagen, ja, die anderen machen das ja auch und das funktioniert so erfolgreich. Und ich will das auch machen. Ja, das Problem ist, es haben halt 100 andere vor dir gemacht und irgendwann ist der Markt halt auch ein bisschen gesättigter. Ja, man und klopft sich um die halt letzten Reste irgendwie, ne? Ja. Ja, genau. Also das ist so mal der erste große Punkt. Keine gescheite Positionierung, kein gescheites Angebot. Ja, was ich mal gerne sage ist, wann hast du ein gutes Angebot? Na, ganz simpel, wenn du die Leute nicht krass überzeugen musst, eigentlich im Sales. Ja, und da ist Anton tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Du kennst ja auch Anton. Ja, Anton ist sau smarter Dude. Der kann auch gut pitchen. Aber er ist eher ein Prozesstyp, jetzt nicht unbedingt der Verkäufer. Ja, und auch das als Background-Story. Anton war ja tatsächlich sogar Kunde bei uns damals. Und deshalb habe ich ja auch sein Business quasi mal von außen gesehen. Und ich war so, Alter, was hast du für Sales-Quoten? Das ist ja komplett krank. Und er meinte so, ey, ich hasse verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Und ich zeig denen einfach nur, was ich mache. Und dann kaufen die das alle. So, und der hatte wirklich eine Closing-Rate. Also, die war einfach exorbitant hoch. Und das habe ich auch dann zurückgeführt auf das Angebot. Ja, hat halt auch damit schon ein richtig geiles Angebot gehabt. Deshalb der erste große Punkt für viele Agenturen, ein richtig gutes Angebot haben. No-Brain-Angebot nennen wir es. Ja, kannst es auch als richtig gutes Angebot abspeichern. Aber geben dir die Leute den Punkt,
Also ich bin vollkommen bei dir, ne? Ich habe immer in der Vermarktung das Gefühl, das Problem, dass so, ja, wir haben ein Angebot, ne? Und wir haben auch ein gutes Angebot. Und dann guckt man so rein und dann ist man so, ja, wir machen alles. Wir sind eine Full-Service-Agentur. Das ist unser, ich habe wirklich, das ist unser super Angebot. Ein Running Gag bei uns. Ja, wirklich. Und ich bin so, ha, echt? Da muss ich irgendwie ansetzen zu erklären, dass Full-Service-Agentur kein gutes Angebot ist. Aber gedanklich, und das meine ich auch gar nicht böse, ne? Bei denen ist es so, ey, Angebot, Philipp, da macht uns keiner was vor. Wir bieten wirklich alles an. Ne? Ja. Geben sie dir den Punkt, wenn du so ein bisschen klar machst, was ein gutes Angebot ausmacht? Oder gibt es dann immer noch Leute, die sagen, nee, da sind wir irgendwie gut aufgestellt? Ja, ich sag dir jetzt wirklich ganz ehrlich, so Full-Service-Agentur ist wirklich so ein bisschen Running Gag bei uns intern geworden. Also wirklich in Liebe so, aber es gibt so einen Satz, den sagt nur ein Inhaber einer Full-Service-Agentur. Mhm. Und den höre ich halt wirklich oft. Ja, wir sind ja schon auch profitabel. Wir machen ja immerhin 10% Profitmarge. Und dann bin ich immer so, Alter, ich habe gestern noch mit einem gesprochen, der sagt jetzt so ein Stammtisch, ich habe gesagt, Alter, du hast falschen Agenturfreunde. Dann meinst du so, ja, ich bin mit meinen 20% ganz gut dabei. Ich so, nee, das ist nicht die Zielsetzung von der Agentur, weil was viele verwechseln ist, Umsatz und Profit. Ja, also klar, du kannst halt viel Umsatz machen, ist halt toll zu sagen, dass du 10 Millionen machst oder 5 oder 2 oder whatever. Hey, aber wenn du, nehmen wir mal 2 Millionen, ja, du machst 10%, 200.000 Euro Profit und dafür die Kopfschmerzen von einem Unternehmen, das 2 Millionen macht und wenn du 1,8 Millionen an Profit liegen lässt, ja, dann spiegelt sich das ja wieder, dass du Personal bezahlst, also du hast ja dann auch ein Overhead, du hast irgendwie 20, 30 Leute, die du managst. Ich würde mir das nicht antun. Also ich würde 10 von 10 Mal würde ich die Agentur nehmen, die 400.000 Euro Umsatz bei 50% Profit macht. Also ist für mich eigentlich irgendwie nur logisch. Ich verstehe nicht, wie es nicht logisch ist, aber ist genau. Ein leichteres also, das Leben. Ist so hey, gib mal die, bevor du 2 und 3 machst, ne, ist das Thema Angebot eigentlich zu spannend. Ne? Ja, weil wirklich, ich glaube, wie viele Leute sich auch hier. Ja, wirklich. Weil ich glaube, auch wie viele Leute sich einen Kopf zerbrechen da dran, ne, und wirklich so überlegen, ja, Philipp, jetzt sag mir aber so ein bisschen, was macht denn das perfekte Angebot als Agentur aus, ne? Mhm. Also ich habe jetzt als Zuhörer habe ich schon mal sowas mitgenommen, so wie bei Anton, na, da kommen wir zu seiner Genialität, kommen wir noch später. Neue Opportunity habe ich auch rausgehört, gibt es so am Markt erstmal, glaube ich, nicht, was er da macht, ne? Aber was kannst du den Leuten noch so mitgeben? Wonach können sie zumindest schon mal so ein bisschen gucken, was wirklich ein richtig gutes Angebot ausmacht? Weil ich kann ja davon ausgehen, das habe ich auch gut bei dir rausgehört, wenn ich dieses verdammt gute No-Brainer-Angebot habe, wie du es genannt hast, dann wird ja Sales leichter und indirekt bestenfalls kann ich dann noch ein bisschen meine Prozesse optimieren. Aber der größte Dominostein wird ja das No-Brainer-Angebot sein, um auch zu der Marge zu kommen, richtig, von 50% aufwärts. Yes, ne? Yes, und insofern, absolut. Philipp, gib uns ein paar Krümel, ne? Ja, wo wir hingucken müssen. Ich versuch's mal so strukturiert wie möglich, soweit wie es irgendwie raushauen kann, ohne ich es auch weiß, zu dass es, ja, ich weiß, dass es eine Kunst ist, ne? Aber ich bin mit kleinen Krümeln bin ich schon zufrieden. Ja. Ne? Yes, also wie wir im Detail vorgehen, ist halt zu schauen, im ersten Step, ich unterscheide das schon mal hier an der Stelle. Ja, du hast jetzt auch gesagt, Angebot. Naja, was brauchen wir für ein No-Brainer-Angebot? Wir brauchen erstmal den Ort, wo wir es verkaufen, ja, den Markt, an den wir es verkaufen, die Positionierung, an die wir es verkaufen. Das heißt, das No-Brainer-Angebot kann ich nur machen, wenn ich weiß, was ist der Markt, wo bin ich überhaupt positioniert. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, die No-Competition-Marktplatzierung uns anzuschauen. Ja, also No-Competition-Marktplatzierung ist der Ort, das No-Brainer-Angebot ist das Was. Ja, und auch hier, um mal ein kurzes Beispiel zu geben, wenn ich Regenschirme verkaufe und wir sind ja Hamburger. Ja? Ja. In Hamburg ist das schon an den meisten Tagen echt ein No-Brainer, ein Regenschirm zu kaufen. In Spanien hier, da würdest du nichts verdienen. Ne? Da kannst du einen Laden zuschließen. Genau, das bedeutet ein und dasselbe Produkt, ja, ein und derselbe Regenschirm an unterschiedlichen Orten kann mehr oder weniger No-Brainer sein. Ja, das heißt, das No-Brainer-Angebot steht immer für mich in Relation zu dem Marktplatz, ja, oder der Marktplatzierung und das ist für mich die No-Competition-Marktplatzierung. Kann es sowas wie Banales sein, ob ich mich auf
was weiß ich, YouTube positioniere, weil da überhaupt nichts los ist, na? Oder ob ich auf LinkedIn irgendwie was mache, oder ist das zu banal gesprochen? Ist für mich zu banal, ja, das gibt ne, schon mal irgendwo eine Richtung vor. Versuchen wir es mal ein bisschen spezifischer zu machen, von hier vielleicht auch gerne mit einem konkreten Beispiel. Ja, wenn ich jetzt sage, aber ich gebe nochmal den Kontext und dann gehen wir gerne in ein Beispiel rein. Ich schaue mir erstmal an, was sind die Komponenten für eine No-Competition-Marktplatzierung? Einmal brauche ich Specific Skills. Ja, finde ich mega geil, wie Naval Ravikant darüber spricht. Super geiler Dude. Und auf der anderen Seite den Money-Markt. Ja, also das kannst du dir vorstellen, so zwei Kreise, so ein Venn-Diagramm, ja, übereinander legen. Wir haben Specific Skills und dann haben wir den Money-Markt auf der anderen Seite. Und wenn ich nur in den Specific Skills bin, welches Problem habe ich da? Ja, ich habe ganz einfach das Problem, ich habe super geile Skills, aber der Markt wertschätzt meine Skills nicht. Ich sage immer, hey, du bist ein geiler Unternehmensberater, zeigst Arbeitslosen, wie sie einen Job finden. Sicherlich hast du Skills, um das zu machen, aber dein Markt ist per Definition nicht in der Lage, dich zu bezahlen. Sehr extremes Beispiel, aber das ist so das ist ein Problem. Gutes Beispiel, ja. Genau, das ist das Problem, was so die Leute haben, die sehr skilled sind. Also ich kann tatsächlich sogar sagen, Anton war extrem, extrem skilled, aber wir haben es noch nicht ganz in den Money-Markt vorher gehabt. Ja, also als Money-Markt gefällt mir auch, ey. Philipp, das... Genau. Ja, gib mir mehr davon. Genau. Per Definition, ja, springen wir rüber zum Money-Markt. Wen ich gern zitiere, Dan Kennedy, der sagt, we are looking for a large, hungry, accessible mob of addicts with lots of cash. Ja, also... Selbst Dan Kennedy kannst du auspacken. Einfach den Urvater des Marketings. Ja, natürlich. Alter Schwede, ey, shit, ey. Philipp, den muss ich auch echt endlich mal in mein Portfolio mit ein paar schlauen Sprüchen packen, ey. Krass. Ja, ja, absolut. Ich dachte, du hattest ihn schon eingeladen für die nächste Folge. Ey, ja, wirklich. Mit Russell. Steht auf meiner dritten... Ja, Russell steht ganz oben. Ja. Ja, genau. Ja, also das heißt, simpel gesagt, wir suchen nach einem Wachstumsmarkt, der in der Lage ist, auch nachher ein Offer zu bezahlen. Aber das ist nicht der wichtigste Faktor, einfach nur nach Geld zu qualifizieren. Ja, was ist ich spannend drin finde, ist auch dieses Accessible-Thema, ne? Weil es gibt ja auch so Leute, die du irgendwie nicht findest. Nimm mal zum Beispiel, was weiß ich, Immobilienbesitzer, ne? So, was weiß ich, als Makler, ne? Ist ja unglaublich schwierig, an die ranzukommen, weil du sie online nicht findest. Es gibt kein Adressbuch, ne? Ja. Und das ist so eine Zielgruppe. Genau, und jetzt, das ist cool, Cash, dass du sagst, ne? cooles Beispiel. Accessible ist auch nur zu beantworten für die Einzelperson. Was für dich accessible erreichbar sein kann, kann für mich unerreichbar sein. Das bedeutet, vielleicht hat deine Frau, ja, die nicht eine Verwaltung, eine Immobilienverwaltung, die ja per Definition nur Immobilienmakler als Kunden hat. Ja. So, und auf einmal ist das viel mehr accessible für dich, als es für mich wäre. Das bedeutet, das sind genau diese kleinen Feinheiten, die wir uns halt in diesem Prozess angucken, wo ich halt nicht pauschal sagen kann, das ist immer ein Moneymarkt. Und das sind immer Specific Skills und das ist immer eine gute Positionierung. Sondern man muss eigentlich so ein bisschen Status Quo-Analyse oder so eine 360-Grad-Analyse machen. Was hat der Kunde für Assets eigentlich? Genau, hat er fünf Freunde mit Immobilienverwaltung, dann wäre das ja. Genau, was hat er für Skills? Was hat er für Cases abgewickelt? Was hat er für Projekte schon mal realisiert? Wo hat er Marktzugänge, die ihm, und das ist vor allem, das ist, wo der Wert halt auch entsteht. Vieles ist den Leuten selbst oft nicht bewusst. Ja, so ein bisschen so der Experte in der Flasche. Für mich ist es immer sehr simpel zu sehen, weil ich spreche mit so vielen Leuten. Also wenn du 100 Datenpunkte siehst, ja, das ist ja auch bei dir, Robert, du siehst so viele LinkedIn-Accounts und so viele LinkedIn-Ad-Accounts. Du weißt, weil du so viel gesehen hast, wann ein Profil, wann ein Post gut ist. Also, weil du so viel gesehen hast, kannst du das halt sehen. Und jemand, der halt nur 20 Posts gemacht hat und nur einen Ad-Account gesehen hat, der hat halt keinen Vergleichswert. Ja, und das ist da, wo wir halt dann sehr detailliert reingehen in diese einzelnen Bereiche, um dann die No-Competition-Marktplatzierung zu finden. Aber ist sozusagen euer führendes Modell oder ist das nur ein Teil davon mit dem Money-Markt und dem Specific Skill sozusagen? Weil ich kann mir, das Coole ist, glaube ich, bei Agenturen, das Dankbare wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, die haben ja wahrscheinlich einen großen Kundenstamm teilweise, einen relativ großen Erfahrungswert und man kristallisiert dann wahrscheinlich so, worin seid ihr richtig, richtig gut, ne? Mhm. Und welche hungrige Zielgruppe mit Geld kann sozusagen, können wir das anbieten, ne? Mhm. Genau, und die meisten sind entweder in die eine oder andere Richtung, ja. Also es gibt so das eine Lager, so das
Hauptsache Geld, ja, okay, ich mache Recruiting für Pflege, ja, cool, okay, macht halt jeder. Ich habe keine Passion dahinter, ich habe zwar keinen Track Record, aber ich mache das, weil das ist ein Money-Markt. Also oft picken sich die Leute einen Faktor raus und sagen, ich mache das, weil Money-Markt. Aber du kannst das nicht so isoliert betrachten und sagen, nur weil ich den Skill habe oder nur weil das ein Money-Markt ist, macht diese Positionierung Sinn, sondern du musst das immer als Gesamtheit betrachten. Ja. Das ist so witzig, weil du das sagst, weil ich das zum Beispiel jetzt auch in den letzten Monaten über LinkedIn Ads so krass erlebt habe, ist, dass es ein Thema ist, für das ich eigentlich seit Jahren Werbeanzeigen absolut passioniert bin. Also kannst mich nachts wecken und ich hätte Lust, irgendwie eine Werbeanzeige zu schreiben. Und dann auf der anderen Seite habe ich aber jetzt auch erlebt, und das war tatsächlich super spannend, dass wir auf nochmal einen ganz anderen Money-Markt gestoßen sind, alleine durch das professionellere Thema, in Anführungszeichen. Ne? Weil wirklich, wenn es um Ads geht, triffst du auf der anderen Seite halt nur Leute, die schon die Abwägung gemacht haben, kann ich überhaupt in Werbeanzeigen investieren? Und das war für mich auch nochmal so ein augenöffnender Moment. Ja, der Köder fängt den Fisch. Ja. Wirklich? Also was hängst du für einen Köder dran, entscheidet darüber, wen ziehst du an. Und das kannst du auch, deshalb sage ich auch immer, also das Dämlichste, was du aus meiner Perspektive tun kannst, ist, mit dem Preis zu arbeiten. Der Preis darf für mich nur in eine Richtung gehen, nach oben. ich muss nicht die strategischen Nachteile, glaube ich, aufzählen, wenn du deine Preise runterbringst, was damit kommt. Aber du ziehst natürlich auch ein bestimmtes Klientel an. Ja, weil wenn du sagst, Rabatte, 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 ja, wer kommt in deinen Laden? Ja. Leute, die aufs Geld gucken. Ja, und wer guckt aufs Geld? Leute, die kein Geld haben. Ja, das heißt, da ziehst du die falschen Leute an. Und durch das Thema kannst du natürlich auch vorselektieren, für wen ist das interessant. Spätestens nach der Insolvenz von Praktika sollte jeder beobachtet haben, dass Rabattaktionen keine bewährte Marketingstrategie sind, mit dem man sich gefallen tut. Ne? Aber das ist so wichtig, weil ich tatsächlich das auch nach dem Treffen von uns irgendwie mitgenommen habe, dass ich dachte, ey krass, wenn man wirklich so Rabatt ins Schaufenster stellt, selbst auch nicht mal Rabatt, sondern relativ günstige Preise irgendwie hat, ne? Die Leute, da gibt's ja diese Blindverkostungen von Wein, umso teurer ein Wein ist, umso besser schmeckt er den Leuten, ne? So absurd diese Korrelation ist. Ja, und du tust den Leuten keinen Gefallen. Das ist wirklich etwas, was ich auch jetzt in den letzten Monaten irgendwie lernen durfte, dass das einen Riesenunterschied macht, was man für ein Preisschild dran macht und wer dann auch Ja sagt und wer nicht. Ne? Ja. Philipp, ich nutze dich an dieser Stelle einfach mal egoistisch, ne? Mit einer simplen Frage. Ne? Ja. Guck mal, ich sehe dieses, es gibt so ein bisschen zwei Lager. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir es verdammt gut hinbekommen, Social Selling, glaube ich, als Trend sehr groß zu machen. Ne? Ja. Wohl wissend, dass es da keine spitze Zielgruppe in Anführungszeichen hinsichtlich Branche gab, ne? Was uns relativ wenig auf die Füße gefallen ist. Auf der anderen Seite liebäugel ich immer mit so Cases wie bei dir, wo man sagt, ich habe nur noch Agenturbesitzer und habe die homogenste Gruppe der Welt, ne? Und bin so, oh, das hört sich so vielversprechend und super an, ne? Und bin jetzt wieder so an diesem Scheideweg, dass ich so überlege, hey, ich werde jetzt LinkedIn Ads mit allem, was dazugehört, pushen, weil es eine gute Positionierung eigentlich ist, dass die Leute erstmal kommen und ich im Telefonat immer noch sagen kann, sehe ich bei demjenigen Case oder nicht, ne? Siehst du eine Chance oder was ist deine Abwägung oder was wäre dein Modell? Müsste ich das irgendwann kreuzen und sagen, ich mache nur noch SaaS oder ich helfe nur noch Recruiting-Unternehmen oder kann man auch mit so einem Skill sozusagen rausgehen und die Branche ein bisschen offener lassen? Ja, also das sind auch genau die zwei Dinge, die du gesagt hast. Einmal kannst du natürlich über eine sehr spezielle Zielgruppe, ja jetzt nicht irgendwie Recruiting oder Pflege zählt noch nicht für mich als Zielgruppe, also du kannst halt immer über einen Zielgruppenansatz spitz reingehen oder über eine Methode, ja das, was du gesagt hast, Social Selling. Anton macht doch auch eher Methode, ne? Genau, aber, und jetzt kommt's aber zusammen, gepaart er macht mit Zielgruppe. Beides, ne? Ja, und das ist nämlich... Das ist das nächste Level, oder? Ja, genau. Okay. Also okay, am besten, wenn es kauft. Also dann mache ich für Recruiting LinkedIn in der Pflege. Ja. Ja, geil. Nee, aber also ich finde halt gerade auch so LinkedIn, die Frage, die ich mir da stellen würde, ist, was ist eine sinnvolle, spitzere Positionierung von da aus? Ja, das heißt, es macht ja nicht Sinn zu sagen, ja, ich arbeite nur mit Unternehmen, die 30 Mann haben, die in Hamburg sind und wo der Geschäftsleiter Peter heißt. So. Klar, ist das auch eine Nische irgendwie, aber das muss immer Sinn machen. Und jetzt die Frage bei dir, wenn du sagst, LinkedIn-Ads für SaaS-Unternehmen, was sind denn die Gemeinsamkeiten, die ein SaaS-Unternehmen hat? Ja, die haben eine Software, obviously. Ja, jetzt könnte man sich die Frage, also was für mich ein wichtigerer Unterschied wäre, hey, machen die B2B oder B2C?
Ja, weil B2B und B2C Marketing unterscheidet sich und in der Regel auch Customer Lifetime Value. Ja. Ja, das heißt, da wird es für mich sehr sinnvoll sein zu sagen, wenn man auf SaaS geht, B2B SaaS Unternehmen, LinkedIn Ads. Mhm. Ja, und auch da vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Nische, weil natürlich gerade auch Unternehmen auf LinkedIn unterwegs sind. Das heißt, LinkedIn Ads wahrscheinlich, weißt du wahrscheinlich besser, ja, da vielleicht auch ganz gut funktionieren. Oder, ja, und jetzt könnte man es auch noch anderweitig positionieren, zu sagen, okay, man nimmt LinkedIn Ads und kombiniert das mit dem, wo ihr ja krass stark drin seid, Live-Webinare auf LinkedIn. Mhm. Ja, zu sagen, LinkedIn Ad, Live-Webinare. Und dann ist für mich die Frage, okay, für welche Zielgruppen macht es Sinn, Live-Webinare zu machen? Ja, ja, und das, ah, also weißt du, das sind so die zwei Wege, von denen ich da kommen würde. Aber das ist schon das nächste Level, da bin ich vollkommen bei dir. Und deshalb ist sozusagen mein Modell auch gerade jetzt gerade ein bisschen breiter in den Markt zu gehen, auch anzugucken in den Gesprächen, wer, ich glaube, der Faktor hinten ist nämlich das skalierbare Produkt im Hintergrund der entscheidende Faktor. Weil zum Beispiel, ich kann es mir auch vorstellen und deshalb war auch unsere Diskussion so wertvoll, bei Agenturen ist zum Beispiel das Problem, dass die meisten mit, keine Ahnung, wenn die Ads schalten würden, zu schnell voll sind meistens mit Kunden. Ne? Also die können gar nicht dahin kommen, dass sie sagen, ich gebe 10, 20, 30.000 Euro pro Monat aus oder mehr, ne? Was ja bestenfalls Ziel sein sollte. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie so zwei Märkte gerade so ein bisschen kompetitieren, ist halt wirklich Software, wo wir auch die ersten Case Studies jetzt haben und es wunderbar funktioniert, B2B Software und auf der anderen Seite sozusagen wirklich Recruiting, ne? Also wirklich, wo es Recruiting Unternehmen gibt, ne? Die sagen, Kandidaten zu finden ist alles kein Problem, aber wie komme ich an die Entscheider in den Firmen ran, ne? Und die das meistens auch ganz gut dann in ihrer Organisation irgendwie wegatmen können. Yes, und es ist, glaube ich, auch jetzt hier wieder ein gutes Markttiming, weil natürlich viele ein bisschen genervter sind von den, also, ne, und das ist ja immer so, mich wundert es immer, wenn sich Leute darüber wundern, dass das in Märkten passiert, dass irgendwelche Methoden nicht mehr funktionieren. Hey, das ist Marketing, ja, du und ich. E-Mail-Marketing funktioniert nicht wie vor 20 Jahren. Ja, also unser Job ist es, so ein bisschen immer wieder die Sau durchs Dorf zu treiben, also neue Methode und dann allen es zu erzählen, dann benutzen es alle, dann funktioniert es wieder nicht. So, das ist get over it. Ja, das sind Märkte, so funktioniert, also du kannst auch nicht sagen, oh, schade, das wenn ich mal mit der Kutsche fahre. Hey, Dinge entwickeln sich weiter und für mich ist es irgendwie nicht verständlich, dass viele einfach irgendwie nicht schnallen, so, hey, ich muss mich vielleicht auch mal weiterentwickeln. Ja. Das ist Wahnsinn für mich, dieselben Dinge zu machen und zu erwarten, dass es die nächsten 10 Jahre 1:1 so funktioniert. Ja, ich glaube, Gary Vee hat das irgendwie mal so gut zusammengefasst. Wir als Marketer gehen auf einen neuen Kanal, ne, machen ihn kaputt, ne, weil wir alle Leute draufholen, wie toll er ist, ne, und dann ziehen wir zum nächsten. Ja. Ne. Und ich habe das Gefühl, das hat das perfekt zusammengefasst. Patience. Ne? Wirklich. Micro Speed and Macro Patience. Ja. Patience, my brother. Solution to everything. Aber das ist nochmal gut, dass du das sagst. Was ist das? Also dann ist ja das nächste Level nochmal ein Skill mit bestenfalls einer super spezifischen Zielgruppe gekreuzt. Ja, ja, das ist, also und auch da. Verkauf mir das mal. Was sind die Vorteile? Hey. Weil ich Standard Operations aufbauen kann, weil Case Studies leichter werden. Genau, sehr, sehr vieles. Also das ist ja echt so der Standardsatz und ich habe ihn, ohne Scheiß, ich habe ihn so oft gehört. Ich habe ja auch, du hast ja auch viele Bücher im Marketing gelesen, ich habe viele gelesen und ich habe es immer gehört. Ja, positionieren dich, Riches eine Niches. Ich habe es nie geschnallt. Ja. Ja. Und jetzt fange ich so richtig an zu schnallen, was damit gemeint ist und ohne da zu viel inhaltlich zu sprechen, wir haben ja auch auf der Mastermind, wir sind ja auch jetzt demnächst wieder in Barcelona, haben wir ja auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die auch sehr nischige Geschäftsmodelle hatten. Ja. Ja, und the riches are in the niches. Warum ist das ein strategischer Vorteil? Weil es ist super leicht, der größte Fisch im kleinen Teich zu werden. Ah. Also der big, big, big Player zu werden für eine sehr spezifische, sehr kleine Zielgruppe, das ist easy. Das, also nicht mal übertrieben, das schaffst du in einem Jahr, der Beste in einer sehr spezifischen Zielgruppe mit einem sehr spezifischen Problem zu werden. Ja. Das wiederum ermöglicht dir Zugänge zu sehr interessanten Leuten, ja, weil dann bist du der größte, oder sagen wir mal, du bist der beste LinkedIn-Advertiser für B2B SaaS Software. Ja, yeah. Dann macht dir das sau viele Türen auf und ironischerweise, ja, was steht dahinter, dass man sich nicht positioniert? Die Angst, dass man Kunden verliert. Ja, und es passiert genau das Gegenteil. Ja, also du glaubst nicht,
also je spitzer wir reingegangen sind, desto mehr Anfragen von Leuten, die außerhalb unserer Zielgruppe sind, haben wir bekommen. Also die Leute sind dann so, hey, ich weiß, ich bin nicht eure Zielgruppe. Also die Leute kommen schon fast entschuldigen rein. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich nicht der ideale Target und ich habe auch das nicht als Voraussetzung. Hey, können wir das irgendwie möglich machen? Also schon fast eine bettelnde Haltung, so, hey, bitte, ich lass uns aber das auch machen. Eine Agentur da so nebenbei am Laufen, ne? Gilt das vielleicht für euch auch? Ja, ja, genau, also das ist der strategische Vorteil, was Marktzugang und Marketing angeht. Ja, ja, dann Thema Angebot. Mhm. Wenn du dir einen Vergleich, also ich sag immer ganz ehrlich, hol dir halt ein spezifisches Vergleichsangebot für das, was wir mit One-Click Agency machen. Gibt's nicht. Schwierig. So, also, ja. So, such. Ja. Willst du nicht finden und dann und per Definition kannst du es dann nicht nebeneinander halten und dann kannst du sagen, ja, du hältst halt gerade einen Apfel neben eine Birne. Vielleicht hast du jetzt jemanden gefunden, der ein bisschen Automations kann oder jemand, der ein bisschen Prozess-Knowledge hat, aber gut, das ist halt nur ein Teil davon. Ja. Das heißt, das ist das Zweite. Dein Angebot kriegt viel mehr Durchschlagskraft, vor allem auch in Sales. Dritter Bereich ist das, was du gesagt hast, Operations und Fulfillment. Und sorry, wenn ich nochmal einmal zurückspringe, Thema Marketing, ohne Scheiß, Robert. Du kannst dir nicht vorstellen, ich muss mal echt eine Liste machen, wie oft Leute bei uns in Sales Call reinkommen. Und du musst dir vorstellen, der Call geht los. Hey, bist du gut in den Tag geschaltet? Ja. Ey, und übrigens, Alter, eure Ads haben so getriggert. Ihr habt so ein krasses Zielgruppenverständnis. Ihr habt mich so ertappt gefühlt. Und das Geil. Kannst du halt nur machen, wenn du spezifisches Problem für eine spezifische Zielgruppe löst. Ja. Ja, und also das nochmal ergänzen. Und der letzte Bereich ist genau das, Delivery. Mhm. Theoretisch. Und das ist, also, was passiert, wenn du alles für jeden löst, sieht man bei Full-Service-Agenturen. Ja, worüber wir eingangs gesprochen haben, du machst zwar Umsatz, aber kein Profit. Ja, weil du kompensierst dann durch Mitarbeitersysteme. Wenn die wachsen, entsteht Entropie, ja, also Chaos. Ja, alles auf der Welt, im Universum, bewegt sich in die Richtung von Zerfall und Chaos. Ja, und Unternehmertum und Skalieren ist für mich nichts anderes, als ein System zu schaffen und die Reibung in dem System zu reduzieren. Ja, Systeme schaffen und Reibung reduzieren. Jedes geile Geschäftsmodell ist ein gutes System, das keine Reibung hat. Netflix, systematisierter Weg, Filme zu gucken, ohne keine die Reibung meinen Hintern vom Sofa zu schieben. Amazon, same. Ja, ich muss jetzt nicht alle Beispiele durchgehen, aber das sind so die strategischen Vorteile. Ich hoffe, du bist sold, Robert. Ich bin absolut sold, ne? Ich bin schon am Überlegen, welche Zielgruppe da von unserem genialen Wissen in den nächsten Monaten mehr partizipieren darf und welche nicht. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gerade so wichtig, mit vielen Leuten zu sprechen und ein Verständnis dafür zu bekommen, wer hat wirklich Lust, da Gas zu geben, muss man ja sagen. Weil am Ende, das habe ich auch gelernt, Werbeanzeigen ist halt eine Waffe, ne? Also wenn man es verstanden hat, kann man super viel Spaß damit haben und deshalb musst du halt auch in Wachstumsmärkten irgendwie sein, ne? Es muss das richtige Produkt sein, es muss das richtige Angebot sein. Genau, und du musst halt früh da sein, also ich habe sonst manchmal auch die Metapher genommen, ist wie bei der Tour de France, wo willst du deinen Wasserstand hinstellen, ja, wenn du Wasser verkaufst? Was ist der strategische Vorteil? Du stellst es ganz vorne, bevor das ganze Fahrerfeld durchkommt. Ja. Ja, das ist der erste wichtige Punkt bei der Positionierung. Positionier dich, bevor das Fahrerfeld durchkommt. Angenommen, das Fahrerfeld ist jetzt schon so halb durch. Ja, was ist der zweitbeste Hebel, den du dann ansetzen kannst? Verkaufst du dann Wasser oder verkaufst du was anderes? Hey, du solltest nicht schön der zweite, Döner. Dritte, vierte sein. Ja. Genau, ja, irgendwie Energieriegel oder sowas, ja. Das heißt, das ist der zweite große strategische Vorteil. Und im Idealfall verkaufst du, bevor es Wasserstände gibt, stellst du dich schon vor das Rennfeld und verkaufst Wasser und Energieriegel. Also und kannst halt direkt die Marketingpositionen einnehmen, bevor halt die ganzen anderen Player drin sind. Mhm. Ja, und das ist das einzige Szenario, wo du, ich sag mal, auch ein bisschen mehr diesen First Mover Advantage spielen kannst. Ja, vor 10 Jahren, als so alles rübergeschwappt ist aus Amerika, hey, nur Zoom und Calendly. Das hat halt gereicht. So, ich zeige allen Menschen, wie sie Zoom und Calendly nutzen. Ja, das war das neue Ding, aber das reicht halt nicht mehr heutzutage. Hey, das ist ein guter Punkt. Ne? Guckt ihr euch, das wäre tatsächlich relativ spannend, guckt ihr euch auch so Sachen an, was im Markt schon los ist? Weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich habe nie die Wettbewerbsanalyse groß gemacht, ich kann mir tatsächlich vorstellen, so LinkedIn-Ads für SaaS-Unternehmen, da werden sich schon andere Leute drauf gestürzt haben, ne? Weil es relativ dankbar ist. Ne?
Was macht man denn in so einer Position, dass man auch wieder aus der Vergleichbarkeit irgendwie rauskommt und sagt, ich mache nicht das, was die da machen, sondern ich mache, ist ja relativ dieses Müsli-Riegel-Beispiel, aber was würde man dann sozusagen als Verpackung nehmen? Genau, also ich muss gerade wirklich kurz nochmal an Gary Vee denken, ja, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ist eigentlich ziehe ich mir gar nicht so viel von ihm rein, aber er hat immer gesagt, if you make, glaube ich. Ja, es ist einfach tief drin. If you make the best shit, you will win. Ja, das bedeutet, das ist für mich so der singuläre Fokus. Immer mach halt einfach das, was du machst, mit bestem Ergebnis. Also fokussiere dich darauf, dass du einfach der Beste, wie es die geilsten Cases. Ah, dann mit kannst Kunden du auch immer noch in so bestehenden Markt Trouble machen, ne? Ja. Also ohne Scheiß, wir sind doch auch in einem, also wir sind vor einem Jahr, hatten uns viele gar nicht auf dem Schirm, glaube ich, so um es mal vielleicht sozusagen. Mittlerweile merken wir, dass wir eigentlich mit 2, 3 anderen Anbietern immer wieder eigentlich so in der Vergleichbarkeit stehen, so ich bin da und da und da und überlege mir, jetzt gehe ich da oder dahin. Aber, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie kannst du dich dann gegen den Markt positionieren? Inhaltlich am stärksten sein. Genau, indem du das, wie du die Ergebnisse erreichst, anders machst. Beispiel, alle sind genervt von überfüllten Massen-Live-Calls. Ja, was haben wir gesagt? Hey, wir machen individuell 1-zu-1 Zusammenarbeit mit den Leuten. Alle rattern irgendwie mit Skripten durch die Welt. Wir sagen, hey, und die merken, dass es nicht funktioniert. Wir sagen, hey, pass auf, wir zeigen dir das, wie du das nicht mit einem starren Skript machst. Ja, also du kannst dich dann so ein bisschen gegen die, wenn es 2, 3 Player gibt, dann guckst du, wovon sind die Leute genervt? Und drehst das in einfach dein Feature sozusagen. Und machst das halt zu deinen USPs und sagst du, ja, der Rest, den machen wir natürlich auch. Aber, und also du nimmst im Prinzip die 3 größten Einwände gegen das Angebot deiner Mitbewerber. Und positionierst dich halt hardcore dagegen. Aber so, das Gegenteil, also, wovon alle genervt sind, das hast du sozusagen als, das ist genau. Genial. Und im Prinzip bereitet dir dann ein Wettbewerb sogar deine Sales vor. Ja, wirklich. Also weißt du, die werben dir quasi die Leads dann schon auf. Und so würde ich das machen. Und es gibt immer 2, 3 Player. Und wird es auch, glaube ich, immer geben. Also es gibt auch einen Mercedes und einen BMW und einen Tesla und die produzieren alle Autos, machen alle Geld und sprechen unterschiedliche Targets an. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht so, du musst jetzt der eine Einzige sein und es darf niemanden auf der ganzen Welt geben, der das auch macht, ist manchmal sogar eher ein schlechtes Zeichen. Ja, weil das stimmt. Dann gibt's vielleicht keinen Bedarf. Hey, das war so witzig, weil ich dieses Interview mit Reinhold Wirth gesehen habe und der auch viel über so Kriegsstrategien irgendwie geschwärmt hat, weil da gibt es irgendwie so einen Vordenker, der das alles gemacht hat und meinte, in der Führungsebene sollten viel mehr, ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt, mehr das lesen. Und dann war ein Beispiel, dass es wohl einen krassen Kampf gab irgendwie um die Handwerker oder so zu einer Zeit im Vertrieb. Mhm. Und dann hat Wirth irgendwie so gemacht, dass er in der Industrie die Preise absurd gesenkt hat für die Kunden, ne? Irgendwie der Wettbewerb nichts mehr verkauft bekommen hat in der Industrie, wirklich den Kriegsplatz da irgendwie ausgebrochen hat und abgelenkt hat davon, dass sich deren Vertrieb auf die Handwerker gestürzt hat, weil das viel eine profitablere Zielgruppe war. Und ich war so, holy shit, wie kommt man denn auf solche strategischen Überlegungen? Ja, ne? Und war so, ey, ich verstehe, warum er in seinem 73. Jahr ist und von 2 Mitarbeitern auf 17 Milliarden gewachsen ist. Aber ich dachte mir so, Konkurrenz und Marktfeld sich anzuschauen, wird, glaube ich, viel zu selten, viel zu wenig gemacht. Und das Geilste, was du machen kannst, ist dich selbst abschaffen. Also, also im Prinzip dafür sorgen, dass dein Unternehmen, wie es das vor einem Jahr gab, dass es überflüssig wird einfach. Ja. Also, und auch da einfach raushauen. Ja, also haben wir jetzt halt auch viel gemacht. Wir hauen halt einfach viel Frontend raus. Ja. Weil es uns egal ist. So, also, da sind wir wieder bei Gary. If you make the best shit, you will win. So, und die Leute merken das, wenn Free Content besser ist als vielleicht das, wofür sie woanders bezahlt haben. Das macht was mit Leuten. So. Und ich meine, du haust ja auch schon richtig was raus zum Thema Social Selling, immer im Ads-Bereich. So, das ist ja,
Ey, und ich fange da auch erst an, weil ich das auch realisiert habe, weil tatsächlich das, was mir irgendwann klar geworden ist, was so simpel ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie diese Marktevolution zu erklären ist. Ich leite es daher, einer hat es gemacht, ne? Sodass alle sozusagen, keine Ahnung, Komosi wahrscheinlich im Amerikanischen hat einfach alles rausgehauen, weil er kein Angebot hatte, clever war, hat die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes bekommen. Ja, sehe ich übrigens im Dezember. Ey, mach bloß ein Selfie, ne? Ja, safe. Und da hebt er, glaube ich, wirklich das Level auch für alle anderen Anbieter, ne, dass du jetzt sowas sozusagen liefern musst. Was vielleicht auch Gary vor ein paar Jahren noch gepredigt hat, dass man einfach nur dokumentieren soll, ist heute meiner Meinung nach viel zu unspektakulär geworden. Ne? Also wie viele Leute sehe ich auch, die irgendwie 10 Document the Journey Videos machen, ne, und so super mittelmäßige Views bekommen und dann sehe ich, was weiß ich, Sebastian haut da so eine absurde Case Study raus mit Sebastian gefühlt der gesamten Zusammenarbeit, ne. Ja, Sebastian ist halt auch richtig gutes Beispiel dafür, einfach Frontend alles rauszuhauen, ne, im E-Com. Wirklich? Also der ist wirklich so, ich mache jetzt einen Doc auf, ich hau alles raus. So, und das macht halt was mit Leuten und ich meine, das hast du ja auch, ab einem gewissen Punkt ist es dann halt auch, dann bist du auch so, ja, okay, in einem Hebel zu denken, hey, es spart mir Zeit in Sales Calls, weil ich keine unqualifizierten Leute mehr drin habe. Das heißt, bevor ich mit 10 Leuten spreche und merke, oh, die waren noch nicht ready, oder hau ich lieber alles Frontend raus und ich will dann, wenn die Leute zu uns kommen, dass die ready sind. Ja, also gestern mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich habe schon mit dem Free-Content habe ich schon x Sales gemacht. Ich so, ja gut, brauchen wir im Rest gar nicht sprechen, oder? Da habe ich sie ja schon bezahlt, so. Und das ist dann halt auch mega cool wieder im Sales. Ey, das glaube ich auch und das durfte ich jetzt sozusagen lernen. Ich bin froh, dass es noch nicht viele verstanden haben im Content, habe ich das Gefühl. Na, dass viele noch so. Ich glaube, es ist nicht mal ein Verständnis. Ich glaube, es ist eher eine Angst. Eine Strategie? Es ist eine Mangelangst. Also es ist halt so dieses, ich weiß nicht. Ja, wenn ich jetzt alles rauskaufe, dann noch jemand. Ja, weil viele dann auch so in dieser im Mangeldenken sind, ne, im Machtgehabe und hierarchischen Denken. So, das fand ich ja auch cool bei unserem Mastermind. So, es ist ja, niemand hat zurückgehalten. Ja, also wir waren halt 10, 12 Leute. Jeder hat ja einfach so Hosen runter und hier ist alles rausgehauen. Was ich weiß. Ja. So, und dadurch entsteht halt was. Ja, also es sagt Naval, finde ich cool, was er da sagt. Es ist halt kein Zero-Sum-Game. Ja, es ist nicht du gewinnst, ich verliere, sondern ey, wir können beide krass gewinnen. Und Business ist halt Co-Creation. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so wichtig irgendwie auch zu verstehen und das ist das, was ich auch gelernt habe. Was ich aber in dem Prozess auch für mich gelernt habe, du musst halt immer an der Front sozusagen bleiben, an der Innovationsfront bleiben. Ne? Und das ist zum Beispiel das, was mir auch, keine Ahnung, in Urlauben so aufgefallen ist, dass wenn man, keine Ahnung, eine Woche oder zwei weg ist, das ist immer die Zeit gewesen, wo ich mir immer mehr neues Zeug irgendwie reingeprügelt habe, unendlich viel gelernt habe und auch super viel Inspiration wieder mitgenommen habe, was ich jetzt umsetzen kann oder aus Gesprächen, was weiß ich, mit dir oder mit anderen. Und da war ich so, krass, das ist ja auch eigentlich die Kernaufgabe ein Stück weit eines Unternehmers, immer sozusagen selber weiter zu lernen, neue Sachen zu auch erschaffen. Ich glaube, viele Leute zum Beispiel, wie du das gesagt hast, haben irgendwann mal ihre Positionierung gefunden, haben dieses eine Training gebaut oder diese eine Landingpage gebaut, die funktioniert hat. Na? Aber eigentlich musst du ja immer in dem Prozess sein, entweder das immer noch absurd besser zu machen oder irgendwann zu sagen, hey, ich muss vielleicht mal mein Gebäude komplett neu einstreichen. Und da haben viele Angst, glaube ich, davor. Ne? Safe. Und um ein Beispiel zu geben, unser Copywriter, heute Morgen hat er mir noch geschrieben, der hat jede Woche 3 bis 4 Stunden geblockt, um nichts anderes zu tun, als sich Calls mit Kunden anzugucken oder auch mal einen Sales Call, ja, um Feedback raus, also um Voice of Customer rauszuschreiben. Das ist, der hat einen Block dafür die Woche. Ja, und das ist der Grund, warum wir halt sehr genau die Probleme beschreiben, weil im Prinzip mittlerweile, wir denken uns die Copy nicht mal mehr aus. Ja, also Kunde liefert. Ja. Kunden sind unsere Copywriter. Die Armee von Copywritern. Aber ich glaube, das ist ja das Beste, was man machen kann, dass man genau die Worte verwendet. Ist genial. Und ich glaube, diese Zeiten erlaubt man sich vielleicht auch am Anfang ein bisschen zu wenig, weil man so ist, oh, das fühlt sich irgendwie nicht nach Beschäftigung an oder gegen mir so. Ja, man ist halt auch also ich war auch halt zu stolz, so, hey, ich weiß es und so muss es. Und das war für mich auch am Anfang, da habe ich Videos aufgenommen und ich dachte, hey, das ist das Video und das müssen die wissen und hat keinen interessiert. Und ich dachte, aber Leute, ihr habt es nicht verstanden. Nee, ich habe es nicht verstanden.
Ja. Ja, und es geht darum zuzuhören, hey, was wollen die Leute? Was sind, also mittlerweile machen wir nur noch Content so. Ja, mhm. Auch, also ne, fürs Backend, wenn wir hören, ein Problem häuft sich, dann überlege ich mir, hey, was ist eigentlich die Lösung dafür und warum war das unklar? Und dann nehme ich das halt einfach auf so. Und ja. Das ist der beste Content, Problem und dann Content darauf basieren. Ey, genial. Das ist wirklich genial, da weiter sozusagen zu pushen, das rauszugeben. Jetzt haben wir ja schon das erste Problem, den ersten Engpass gelöst. Na, perfekt. Ja. Was ist denn der zweite große? Ja, gibt es genau. Leute, die bei euch reinkommen und du sagst, krass, ihr habt schon ein richtig gutes Angebot getroffen. Ihr habt eigentlich schon ein No-Brainer-Angebot. Gibt's das? Eher, also ich sag mal so, es geht wie mit allem. Du kannst alles immer ein bisschen besser machen. Okay. Aber wir haben schon auch Leute, die dann reinkommen und das ist dann eher auf der One-Click-Seite, wo es dann wirklich darum, die machen 100, 250 im Monat. Die haben schon alles sehr validiert und denen geht es halt mainly um Prozesse. Ja. Aber jetzt mal eher so in dem kleineren Bereich selten. Ja, also okay. Wie gesagt, Anton hatte schon ein ziemlich gutes Angebot, als er zu uns gekommen ist. Und ja, also ab und dann kommen die schon mal gut rein. Meistens machen wir nochmal Feinschliff und machen dann Attacke im zweiten Step und das ist dann halt eigentlich ist es sogar nochmal unterteilt Akquise und Sales, ja, und das sind jetzt ein bisschen so oberflächliche Worte, aber was bedeutet das konkret? Ja, gib mal was. Ja, ich will wieder so ein paar Anzahl, Krümel 40 Minuten. Ja. Die Anzahl der Gespräche zählt da. Ja, also Anzahl der Gespräche mit qualifizierten Entscheidern. Ja, und ich meine, du bist ja auf LinkedIn viel unterwegs. Ich zähle nicht dazu, der unverbindliche Kaffeeklatsch. Was? Ja. Auf LinkedIn, ja, wollen wir uns nicht mal grundsätzlich austauschen, sondern wirklich ein Gespräch mit jemandem, der den Kriterien von deinem idealen Kunden matcht und der in einer mentalen Position ist, dass er ein Problem hat und dass er das irgendwie lösen möchte. Ja, das meine ich mit qualifizierter Entscheider. Das ist so die KPI, auf die wir dann schauen, ja, die man maximieren muss, weil es einen enorm krassen Zusammenhang Ursache-Wirkung gibt zwischen Anzahl der Termine im Kalender und Umsatz, den die Agentur macht. So, das ist der Hebel, Termine. Und dann von da aus Sales. Ja, ich liebe Sales. Und das ist die lowest hanging fruit für die meisten Agenturen. Ohne Scheiß. Da sozusagen, seid ihr da ein bisschen emotionslos bei den Strategien, um die Termine zu bekommen? Oder habt ihr da irgendwie so Top 3 Strategien, die sich irgendwie für eure Kunden bewährt haben? Oder ist das auch immer was Individuelles? Ja, ist individuell und hängt vom Kontext ab. Ja, das bedeutet, ich nehme mal ein Beispiel bei dir. Was halt immer funktioniert, ist so dieses Inception-Prinzip. Wirb auf der Plattform, also wenn du was mit einer Plattform machst, du machst LinkedIn Ads, es macht halt Sinn, auf LinkedIn in irgendeiner Form dafür zu werben und nicht das auf Instagram zu machen. Ja, das heißt, das ist schon mal sehr naheliegend, aber eher trotzdem erwähnenswert. Grundsätzlich, du hast jetzt vorhin auch gesagt, Alex, ja, der zählt ja immer die 6 Main-Akquise-Kanäle auch mit auf. An denen kann man sich ganz gut orientieren. Und da gucken wir uns wirklich halt im Detail an, was funktioniert für den Agenturinhaber, für sein Produkt, für seine Zielgruppe in der heutigen Zeit. Ja, das sind die 4 Fragen, die wir uns stellen. Und basierend darauf gucken wir uns dann an, was könnte der Akquisekanal sein. Wichtig beim Akquisekanal ist ganz wichtig, also ne, wichtig, dass der zuverlässig ist, wiederholbar und vorhersehbar. Ja, zuverlässig, wiederholbar und vorhersehbar. Das könnte aber relativ spannend sein, weil tatsächlich das, was ich an eurem Ansatz so unglaublich spannend finde, ist, wenn man dieses No-Brainer-Angebot so in den Händen hält, ne, dann müsste man ja selbst mit Outreach sozusagen, wo viele, glaube ich, denken, dass das irgendwie schon so ein bisschen tot ist, relativ gute Ergebnisse erzielen, weil man, wenn man genau seine Zielgruppe hat, deren Problemverständnis hat, weiß sozusagen, was die sich auch wünschen, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch super gute Response-Rates bekommt, ne, und simpel an Termine kommen. Yes. Ja. Also ich nehme mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich mein Service ist, das ist vielleicht nicht der beste Service, aber Google-Rezensionen zu löschen. Ja. Und ich bin vielleicht auf eine besonders kritische Branche spezialisiert, weil die sehr reguliert ist, irgendwie Finance oder so. Ja. Kann das schon No-Brainer sein. Hey, ich habe gesehen, ihr habt 15 Bewertungen. Wir können die in 48 Stunden löschen. Ja. So. Also da muss ich nicht irgendwie kompliziertes Marketing machen. Das wäre ein gutes Beispiel vielleicht für Direct Messages. Genau.
hey, das ist super spannend. Und dann sozusagen springt ihr auch in die Sales Calls am Ende rein. Ich habe immer das Gefühl, bei Agenturen von außen betrachten sozusagen, die Leute entscheiden sich ja für das Geschäftsmodell, weil sie, glaube ich, eher Service Delivery lastiger sind, weil sie mehr Freude daran haben. Ne? Gehe ich mal weg von den Recruiting-Agenturen für Pflegeeinrichtungen. Ne? Da, ja. Glaube ich, gibt es eine andere Motivation. Die Cold Calling, Calling Dobermänner. Ja, wirklich, ey, die geben Gas. Ne? Aber wenn ich sozusagen, da muss man ja immer den Spagat irgendwie so finden, auch eine Strategie für die zu finden im Sales, womit die sich wohlfühlen oder nicht. Macht da das neue, euer No-Brainer-Angebot schon so einen großen Unterschied, dass die sich da irgendwie trittsicherer mitfühlen? Oder ist es dann immer noch so ein bisschen Überwindungsarbeit, so hey, so ein bisschen rausgehen musst du schon noch? Ja, ne? Klar, in irgendeiner Form musst du dich irgendwie sichtbar werden. Ja, also ja. Marketing/Akquise brauchst du immer. Ja. Ja, also Angebot macht wirklich extrem viel Heavy Lifting. Ja, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Angebot, Marketing und Sales, ich dürfte nur eins perfekt machen, würde ich das Angebot perfekt machen. Hey, das ist gut nochmal zu hören. Ja. Weil dann, wenn du es dann auch deliverst, positive Word of Mouth, das spricht sich rum. Mhm. Ja, das heißt, da würde ich mich drauf fokussieren. Aber in der Hierarchie, also das kannst du wirklich als Hierarchie sehen. Den größten Einfluss hat das Angebot, danach Marketing, danach Sales. Ja, also das ist quasi die Hierarchie, wie das aufeinander aufbaut. Also hey, aber das Einfluss. Ist so gut, dass du das sagst, weil wenn ich da reingrätschen darf. Weil ich habe viele haben das Modell, habe ich das Gefühl, andersrum. Die haben sozusagen Angebot, Sales, ohne irgendwie unterstützend sozusagen Marketing zu haben und müssen dann ja im Sales absurd rudern. Ne? Also das gibt es ja auch. Cold Calling genau, also wäre ja auch, so ein Beispiel. Hier, ne? Genau, vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen unterscheiden. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, vor allem Einfluss, im Gegensatz zu Aktivitäten kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber also das meiste Heavy Lifting macht das No-Brainer-Angebot. Mhm. Danach das nächstgrößere Heavy Lifting und das ist zum Beispiel Sebastian hat sowohl auch ein sehr gutes Angebot, aber Sebastian ist Marketing-Maschine auch einfach. Hi. So, der braucht halt auch, also der braucht auch nicht viel verkaufen. So. Ja. In dieser Reihenfolge ist quasi der Einfluss gegeben und dann willst du aber natürlich gucken, auch hier wie bei der Positionierung, jetzt kannst du sagen, okay, ich fokussiere mich nur auf das Angebot. Am besten funktioniert, wenn du alle drei Sachen kannst. Ja, wenn du ein Bombenangebot hast, wenn du richtig krass im Marketing bist und Sales Beast. Ja, ja. In der Reihenfolge aber, genau. Und in den Aktivitäten natürlich Sales, und das habe ich vorhin gesagt, Sales ist eine lowest hanging fruit. Da lassen die meisten liegen. Genau, das meiste liegen. Ja, weil sie vielleicht auch 10 Gespräche die Woche haben, aber haben 10 Gespräche die Woche, ein 10.000 Offer und verkaufen das zweimal, ja, sind 20.000 Euro. Ja, 10 Gespräche, 2 Sales, 10.000 Offer, so. Und wenn du halt besser im Sales bist, ja, dann kannst du jetzt halt hingehen und sagen, okay, ich verkaufe das gleiche Offer für 12.000 Euro. Bei den gleichen 10 Gesprächen, ja, machst du vielleicht ein Sale mehr. 3 von 10. Ja, das ist nicht mal eine krasse Closing Rate. Dann machst du 36.000 Euro im Monat. Ja, das ist ein Unterschied von 16.000 auf ein Jahr gesehen 200.000 Euro. So, und das ist, weshalb ich sage, Sales ist eine lowest hanging fruit für die meisten Agenturenhaber, die komplett underrated ist, weil ich habe nicht einen Termin mehr in meinem Kalender gehabt. Ich habe nicht einen Cent mehr ausgegeben. Ich habe nur eine Sekunde mehr investiert. Ich war einfach effizienter. So, und das ist, warum Sales eine lowest hanging fruit ist, weshalb das vielleicht auch manche verwechseln, dass Sales alles ist. Nee. Das ist so witzig, Philipp, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir das Interview mit uns angucken würde, würde ich davor sitzen und sagen, Mann, das macht so viel Sinn und Philipp lässt es so einfach aussehen und im täglichen Doing ist es so viel Kopfschmerzen und so viel, was dazugehört. Was man ja wirklich sagen muss, Philipp, dass ihr euch auch selber einfach unglaublich viel Erfahrungswerte irgendwie über die Zeit ja aufgebaut habt. Mhm. Ja. Und was halt das Coole ist, was du am Anfang auch gesagt hast, wenn man diese 100 plus Datenpunkte hat, ne, dann sieht man natürlich, was funktioniert bei Agenturen im Sales und was halt nicht. Na, was sind die Stellschrauben, dass man halt wirklich von 10 Terminen vielleicht plötzlich 3 statt einem closed, ne? Oder vielleicht sogar irgendwann zu 4 von 10. Ja, und ich habe immer das kleine Nuancen. Ja, das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, wenn wir so drüber diskutieren, sind es gerade so zwei Felder, die immer in der Vermarktung bei uns super unsexy waren. Ich glaube, weil Marketer nichts, und deshalb so ein bisschen Resonanzprinzip bei mir. Zum einen, ja, wir haben sowieso immer tolle Angebote. Na, Philipp, erzähl mir nichts Neues. Heute habe ich fleißig mitgeschrieben und mir verdammt viel Neues gemerkt. Und auch Sales so,
Closing-Raten und besser in den Gesprächssphären ist so, ich glaube, wenn man als Marketer unterwegs ist, so, ja, da wird man schon jemanden finden. Dadurch, dass ihr euch aber so spezifisch auf die Agenturinhaber sozusagen fokussiert habt, ist es einfach ein Riesenhebel auch im Prozess und das ist ja das Geniale. Also hätte ich, ich glaube, ich muss auch eine Agentur erfinden, um bei euch Kunde zu werden. Na, ja, weil geil, dieses End-to-End sozusagen ist ja das Coolste, was man eigentlich haben kann. Na? Ja, genau. Und das ist wirklich wichtig, dieses optimale Selling-System aufzubauen. Also bis zu einer Million im Jahr brauchst du ein Produkt, ein Channel und einen Sales-Prozess, der wiederholt, zuverlässig, wiederholbar und planbar. Also, das ist eigentlich auch ist ein cooles Zukunftsbild auch für, glaube ich, so Agenturbesitzer, ne? So Zettel mit ein Angebot, ein Sales-Prozess, eine Plattform, ein Delivery-Prozess, ne? Ready, Fire, Aim, das Buch. Ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gelesen hast. Geiles Buch. So, da geht's genau um die Sachen. Habe ich sehr gefeiert. So, aber das ist zusammengefasst. Ist es wirklich bis zu einer Million im Jahr? So simpel. Ja. Ein Produkt, ein Channel, ein Sales-Prozess, der wiederholbar funktioniert. Genau. Ey, das ist gut zu hören. Okay, was haben wir? Wir haben Angebot, wir haben Sales, wir haben Closing, Delivery will ich mir eigentlich gleich noch aufheben. Ja, aber erzähl mal ein bisschen was zu Delivery, weil da muss man ja wirklich sagen, da muss man ja mit Anton, muss man ja ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ihr da irgendwie absurde Sachen macht, ne? Ja, da geht mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viel. Fangen wir mal High Level an auch. Ich mag es immer so ein bisschen systemisch, alles hoch und runter zu brechen. High Level, was lösen Prozesse, beziehungsweise ich habe es vorhin schon mal gesagt, Skalierung ist Systeme schaffen und Reibung in einem Prozess reduzieren. Ja, und das ist die Zielsetzung, wenn wir über Delivery sprechen. Mhm. Das bedeutet, in der Delivery gibt es für uns drei Phasen, validieren, systematisieren, automatisieren. Validieren, systematisieren, automatisieren. Und eine große Falle ist, viele wollen automatisieren und systematisieren, bevor sie es validiert haben. Mm. Ja, also so, das ist wirklich, wenn du mich fragst, das ist so ein bisschen eine Agenturkrankheit. Ja, direkt Automation bauen. Ja, für alles Automation, okay, für diese Gespräche. Ja, okay, wir wollen alles automatisieren. Okay, cool. Wie viele Kunden onboardet ihr so im Monat? Ja, ein. Okay, wie viele Kunden habt ihr? Drei. Okay, ich glaube nicht, dass du ein Prozessproblem hast. genau. Angenommen, das Prozessproblem ist da und wie gesagt, das spiegelt sich in der Profitmarge auf der einen Seite und auf der anderen Seite merkt man es typischerweise so, dass man halt den ganzen Tag Feuer löscht, dass man Microtasks hat, dass irgendwie alle Dinge unorganisiert sind. Auch als Unternehmer hält man ja immer den Kopf hin. Ja, und da ist natürlich besonders wichtig, auch wenn man nicht mehr operativ im Projekt drin ist, einen Überblick zu haben. Ja, und das sind so die typischen Szenarien, wo Leute sagen, ey, die machen zwar alle irgendwas mit dem Umsatz, aber ich weiß nicht, ob das so effizient ist. Ja, oder manchmal wissen sie auch, ey, das muss effizienter gehen. Und dann kommen sie eben zu uns und dann zerpflücken wir erstmal alles bis ins letzte Detail, setzen das einmal komplett neu zusammen und automatisieren das Ganze dann, um halt diesen ganzen non-essential Bullshit mal zu eliminieren. Ja, und da kriegt ihr wirklich die gesamte Delivery bis auf sozusagen wahrscheinlich die kreativen Task in Anführungszeichen sozusagen hin, ne? Genau, also du kannst halt, ich gebe mal wirklich ein sehr spezifisches Beispiel, wie wir das auch zum Beispiel bei uns haben, aber wie wir das auch schon in vielen Projekten umgesetzt haben, zum Beispiel eine Closing-Automation. Das bedeutet, ich habe jetzt ein Formular und wichtig auch hier ist, dass dieses Formular gut durchdacht ist. Man muss viele Sachen bedenken, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ich habe dieses Formular. Ja, du wirst jetzt Kunde bei uns, ich schreibe alles rein. Hey, was ist das Produkt, was du gekauft hast? Was ist der Preis? Wie viel habe ich upfront collected? Wie viel ist das in Summe gewesen? Was sind deine Rechnungsdaten? Gibt es vielleicht ein Opt-out? Gibt es irgendwie Sondervereinbarungen? Und irgendwann, ich klicke dann auf den grünen Button und in dem Moment, wo ich auf den grünen Button klicke, passiert Folgendes im Hintergrund. Ja, automatisch geht dieses Angebot raus an dich per E-Mail. Es wird automatisch im CRM eine Notiz erstellt mit den wichtigen Informationen. Ich kann dir direkt im Call den Link zum Vertrag schicken. Ja, also der Vertrag ist komplett custom ausgefüllt worden. Da kann ich dir direkt den Link schicken. Ja, 30 Sekunden später. Du kannst das Ding sofort unterschreiben. In dem Moment, wo du das unterschreibst, kannst du die Zahlung anlegen. Ja, wenn die Zahlung angelegt wurde, sobald das SEPA-Mandat angelegt ist,
geht alles los. Ja, das bedeutet, Slack-Channel wird erstellt, Google Drive, also Google Drive-Ordner wird im Hintergrund erstellt, ausdupliziert, der Vertrag wird heruntergeladen, abgespeichert, im Projektmanagement wird ein neuer Kunde angelegt, es werden neue Aufgaben angelegt, bis hin zu, dass in die Unteraufgaben selbst Details aus dem, also ich kann in dieses Formular theoretisch auch sagen, hey, wer ist der Projektmanager, was ist dem wichtig, und dann wird das direkt auch in die Aufgabenkarte reingezogen, bis zu einem Punkt, dass sich wirklich ganze Google Docs Dokumente füllen. Ja, das bedeutet wirklich inhaltlich füllen. Das heißt, du hast ein Template und ich habe jetzt die ganzen Daten custom da drin. Ja, jetzt gibt's ein Dokument, das heißt halt Robert Consulting. Ja, crazy. Und inhaltlich hat sich das schon gefüllt. So, das ist quasi, was möglich ist. Ist ja der feuchte Traum eines jeden Unternehmers. Ja. Ja, genau. So, und das ist tatsächlich, wenn ich mit Anton drüber spreche, für ihn ist das immer so, ach so, ja, für ihn ist das schon normal irgendwie. So, das sind nicht mal die Dinge, die ihn irgendwie beschäftigen, wo er sagt, das sind die komplex zu lösenden Probleme. Aber das ist mal ein, glaube ich, sehr gut greifbares Beispiel, wovon wir sprechen, wenn wir meinen Automatisierung. Und weshalb wir sagen, das ist halt nicht Calendly mit Zapier und irgendwie zusammen getackert. Ja. Da kann man doch ein bisschen mehr machen. Aber das bedeutet bei solchen Sachen, dass, glaube ich, auch euer weitergehendes Angebot sozusagen, glaube ich, ne, die Delivery sozusagen zu automatisieren. Kriegt ihr das auch schon selbst automatisiert? Das hört sich ja immer so an, sozusagen, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass jedes Unternehmen wahrscheinlich sagt, ey, unser Unternehmen ist völlig anders, wir haben ganz andere Prozesse. Sie müssen sich wahrscheinlich auf eure Tools sozusagen einlassen, die ihr nutzt, ne? Aber ansonsten, nee. Also wir nutzen ClickUp fürs, also das ist das einzige, ja, ClickUp und Slack, das sind ja so zwei Dinge, die wir nutzen zur Kundenkommunikation. Ne, da werden wir uns einig für das Projekt. Wir setzen das aber natürlich auch mit anderen Systemen wie Asana und Trello um. Das ist nicht das Problem. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ein sehr gutes Client-Success-System, wie wir diese Ergebnisse mitskalieren können. Mhm. Ja, weil auch da kommt wieder der Link zur Positionierung. Wir können es halt ein bisschen besser systematisieren, High-Level. Also wir haben High-Level-Systeme. Ja. Und im Detail ist es hyper-individuell. Ja, das bedeutet In verschiedenen Meta-Ebene sozusagen standardisiert. Genau, also, aber dann unten die Task ist super individuell. Ja. Genau, und das ist halt im Projektmanagement mega geil, weil ich kann halt, ich sehe, auch wenn ich nicht drin bin, ich sehe, wo jeder Kunde steht, ich sehe, was der bis heute für Aufgaben hatte, und ich kann halt von Makro auf Mikroebene halt komplett reinzoomen, wenn ich das möchte, oder ich bleibe auf der Makroebene und sehe sogar, hey, wo muss ich pushen? Wo hängt die Umsetzung? Also das sind auch alles Dinge, die wir für uns nutzen. Damit wir, ich zeig dir das mal, also es wird jetzt hier ein bisschen im Rahmen sprengen, aber ich kann dir das auch mal gerne zeigen, wenn wir uns in Barcelona sehen. Ey, das will ich sehen. Ja. Dann kannst du noch mal einen kleinen Nachtrag machen, ob das wirklich advanced ist, aber wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter geonboardet, der sagte so, ey Philipp, ich habe echt viel gesehen, ich war in vielen Unternehmen. Er hat mich wirklich gefragt im Interview, meinte so, ey, wo sind eure Leichen im Keller? Ich glaube das nicht. Also so war er drauf. Und dann sagte er, ey Philipp, ein bisschen weird, das zu sagen, aber es ist ja noch krasser, als du gesagt hast, irgendwie. Sowas habe ich noch nicht gesehen, und so haben wir es dann halt im Backend für uns strukturiert. Ey, crazy Nummer. Und ich glaube auch, jeder, der da sozusagen ein bisschen in eure Welt eintaucht, wird merken, dass das alles ziemlich viel Hand und Fuß hat und sich, glaube ich, nur grob bei diesem Beispiel schon vorstellen kann, wenn man sowas implementiert hat, was das auch für einen gigantischen Unterschied macht. Ja, du sparst ja einen Mitarbeiter. Ne? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also, wir haben jetzt jetzt ein neues Projekt drin. Da ging es darum, dass der Mitarbeiter einstellt für ein sechsstelliges Jahresgehalt. Ja. So, und du kannst entweder mit Prozessen oder mit Personen kompensieren. Ja. Ja, die meisten, für die ist No-Brainer Personal einstellen. Ja, hier einen für 40, hier einen für 60 einstellen. Ja, das Problem ist aber, wenn du Personal einstellst, löst du nicht deine Prozessprobleme. Aber wenn du die Prozesse fixst, dann weißt du auch, welches Personal du wie hiren musst. So, genau. Das ist sehr smart. Na. Philipp, mein Lieber, wenn du noch ein paar Minuten hast, na, würde mich natürlich euer Marketing-Ansatz auch noch ein bisschen interessieren. Na. Yes. Ich habe aus dem Augenwinkel ein bisschen gesehen. Na. Ich habe gesehen, Facebook-Ads, glaube ich. Na. YouTube-Ads habe ich bekommen. Mhm. Na. Ich habe mal eine E-Mail zu einem Live-Workshop bekommen, wo ich dabei sein konnte. Na. Wie sieht euer
Marketingmodell heute aus? Im Kern ist es Paid Ads über Facebook und YouTube. Paid Ads, offene Landingpage, Video Sales Letter, Termin. Klassischer Bookingfunnel eigentlich. Super straightforward. Das ist so das Kernding. Und das, was du gesagt hast, ist eher Supplement. Also Live-Workshops, mega geil. Ja, also ne, du, ich weiß, du bist ja auch großer Verfechter sehr, davon. Sehr am Start. Finde ich richtig geil. Ja. Wir nutzen das vor allem, ich muss sagen, wir sind ein bisschen faul. Ja. wir gehen lieber auf Ads, da kann man halt schneller hochdrehen. Aber Live-Workshops machen wir immer wieder rein als Trust und auch um Hypothesen zu testen. Ich bin kein Freund davon, mach halt einfach irgendein VSL, sondern wir testen Live-Workshop, wir sehen, wie viele Anmeldungen der hat. Das gibt uns eine Idee, wie relevant ist das Thema. Wir merken in dem Live-Workshop, wie engaged sind die Leute, welche Fragen stellen die. Also das ist für uns, und wir holen halt Bookings raus, aber das ist für uns für eine bezahlte Form des Marktfeedbacks, ganz ehrlich. Ich habe auch, ist einer der größten Hebel aus meiner Sicht, wenig Leute machen das. Ich weiß nicht, ob sie kein Konzept haben dafür, wie man so einen Workshop veranstaltet oder sich nicht trauen oder an der Promotion scheitern tatsächlich viele, ist mir aufgefallen. Da fehlt irgendwas. Ist natürlich, Philipp, jetzt die Frage ist natürlich offensichtlich jetzt, ne? LinkedIn Ads in eurem Portfolio. Was ist so, ich versuche Einwände rauszubekommen. Yes. Na, gib mir mal einen. Ne? Okay. Tatsächlich ist Test es... Test gemacht und nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht im Detail, was wir jetzt schon alles getestet haben, weil ich in vielen Sachen operativ gar nicht mehr so super tief dann drin bin, was Ads angeht. Aber was halt, also wo wir auf jeden Fall nochmal mehr in LinkedIn reingehen wollen, ist Workshops, ja, Webinare. Und es klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen komisch, aber wir hatten in der Vergangenheit viele also unser Problem war nicht, dass wir zu wenig Bookings hatten. Verstehe. Ja, also wir hatten eher das, also eher Fokussache. Wir haben gesagt, hey, also es hat für uns keinen Sinn gemacht, noch einen Channel dazu zu nehmen, wenn wir schon eh keine Slots hatten. Genau. Ja, das ist sehr gut. Kommt jetzt vielleicht, den Einwand kriege ich in dem Zeitpunkt nicht behandelt, wenn jemand nicht im Markt ist, bringt das nichts. Aber es ist gut zu hören sozusagen, weil ich zum Beispiel bei vielen auch rausgehört habe, die so eine erste Lead-Kampagne gemacht haben, 500 Euro ausgegeben habe und da ist irgendwie ein Lead bei rausgekommen und haben gesagt, LinkedIn Ads funktionieren nicht. Ich fand das auch richtig geil, was du gesagt hast auf der Mastermind. Ich spoilere es natürlich nicht, aber das war nochmal so zwei, drei Dinge, wo ich dachte, damn. Ja, es gibt so ein paar Leute, wo ich denke, die sind eigentlich prädestiniert dafür, verdammt viel Spaß damit zu haben. Ne? Ja. Und deshalb versuche ich so ein bisschen rauszubringen. Dein nehme ich, Philipp, dein Einwand. Ne? Zu viele Termine zu haben, ne? Nehme ich. Ne? Ja, ja, absolut. Aber ohne Scheiß, da komme ich auf jeden Fall auch nochmal auf dich zu, weil LinkedIn Paid Game kommt dann nochmal on top. Ich glaube, dann wird es absurd. Ja. Hey, Tom, unser Media Buyer, tatsächlich, wir haben neue Ads aufgenommen. Sagst du, Tom, was eigentlich mit unseren neuen Ads, die wir aufgenommen haben? Sagt er, hey, ich habe die jetzt alle in der Werbebibliothek hochgeladen, aber ja, ich will die halt jetzt noch nicht reinbringen, weil das, was online ist, konvertiert gerade noch heftig gut. Ich warte erstmal, bis das irgendwie aus... Also wir haben wirklich so quasi Creatives in der Warteschlange, dass wir die halt launchen können, weil einfach nur so, um sie zu launchen, macht ja auch keinen Sinn, solange die anderen noch richtig gut funktionieren. Das heißt... Marketing läuft ganz gut, glaube ich, bei uns gerade. Aber das ist, also was ich so unglaublich schön finde, ist, dass es so full circle bei euch irgendwie geht, weil am Ende natürlich auch ich als potenzieller bei euch Kunde sozusagen drauf gucken würde, wie schnurrend läuft denn die Kiste von Philipp und Anton eigentlich, ne? Also wie sauber läuft das, ne? Und das ist halt so unglaublich schön zu hören, wenn man auch, glaube ich, sich das Interview heute anhört, ist so, der Mann hat krass Plan, ne? Das, was sie da aufgebaut haben, jeder Handgriff sozusagen sitzt mittlerweile und ich glaube, das ist auch der beste Indiz dafür, dass wenn Leute bei euch investieren, wissen, hey, die Maschine, die sie für sich aufgebaut haben, na, die schnurrt, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es für mein Unternehmen sozusagen genauso funktioniert. Ne? Ja, ich meine, bist du ja auch genauso am Start. Ne? Du bist ja auch auf LinkedIn präsent. Ja. Ja. So, du hast ja einen Plan davon. Du hast, ich weiß nicht, was da die Summe ist, aber du hast ja auch für dich gespendet und auch das. Mittlerweile bin ich da echt auch so, dass ich sage, hey, geh zu Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie das können, was sie können.
Ja, und ich finde das so verrückt, man hört das immer wieder als Feedback auch von Leuten, dass wir, keine Ahnung, dass sie bei Leuten waren oder dass man es immer wieder hört, wir sind bei Leuten gelandet, die Sachen predigen, die sie selbst nicht umgesetzt haben, ne, oder selbst zum Erfolg geführt haben. Und ich bin mir immer so, wie könnte man das überhaupt verkaufen, ne? Aber ich glaube, da kommt man auch am Ende wieder auf so ein Wertegerüst irgendwie zurück, ne? Heute dadurch, dass wir den Case haben und diese 300.000 Euro irgendwie selbst ausgegeben haben, kann ich ja relativ trittsicher sagen, was funktioniert und was nicht. Aber vorher hätte ich mir auch niemals aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hey, ich weiß, wie es ein Stück weit funktioniert, ne, und kann relativ gut sagen, wie es funktioniert. Aber da scheinen andere Leute irgendwie andere. Ja, und es ist ja auch in Ordnung, wenn man es noch nicht hat. Ne? Also, genau. Also wenn du den Track Record nicht hast, dann sag's halt einfach. Genau. Also dann so bin ich auch in die ersten Projekte, habe ich gesagt, so, hey Leute, ich habe Plan davon, ich habe gar keinen Plan davon. Könnt ihr mir das beibringen? Dann habe ich hier Bock drauf. So, dann, also, weil dann gehst du halt mit offenen Karten rein. Und also da bin ich nie ein Freund von irgendwas, ja, aufzubauschen und dann hintenrum passt dann nicht. Ey Philipp, das müssen wir in den letzten 10 Minuten noch machen, ne? No, wenn du die hast, ne? No. Hau raus. Ich will Struggle hören, ne? No. Das ist diese, es ist dieses gemeine Interview bis jetzt. Alter, dieser Philipp, bei dem läuft ja alles. Ja, ich kann dir Struggle ohne Ende. Also, ja. Gib mir Scheißgeschichten, ne? Weil ich muss sagen, ich glaube, ihr habt da wirklich sowas Wunderbares erschaffen mit viel Kopfschmerzen, viel Iterationsschmeißen. Ja, das war jetzt die Sunny Side. Also, genau. Das kann ich dir sagen. Gib mir ein bisschen Dark Side, ne? Ja. Ich meine, allein angefangen, ne, Anton und ich haben wann war das? Dieses Jahr auch die Unternehmen ja zusammengeführt. Ich habe Anton angerufen, ich so, hey Anton, lass das mal machen. So, ich habe so richtig Bock drauf. Und wir lieben wirklich Geschwindigkeit und das geht halt so weit, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, wir machen das so, verbaler Handschlag, hey, wir machen das zusammen. Ab dem Zeitpunkt schreiben wir alle Rechnungen über, ich hatte eine GmbH und Holding, ich habe gesagt, wir das alles über meine GmbH schreiben und dann bauen wir ein gemeinsames Holding-Konstrukt, damit wir halt Speed reinbekommen. Ja, und wir haben uns Steuerberater reingeholt, wirklich fünfstellige Summen, ja, die auch sehr kompetent waren, muss ich sagen. Ja. Also wirklich, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so mit dem Buchhalter ums Eck irgendwie gearbeitet haben. Haben die mit reingeholt und haben dann die Unternehmen zusammengebracht und das war ein Riesenpain. Also es war wirklich ein Riesenpain und das hatte ich auch im Sommer, so eine Woche, ohne Scheiß, das war so in der unternehmerischen Journey so ein Punkt, wo ich wirklich so energetisch so komplett am Arsch war. Ja, also ich war zwar hyped, aber ich saß wirklich so dann abends da und habe gemerkt, dass ich Herzrasen bekomme. Und ich bin eigentlich echt sehr gechillter Typ so. Und da habe ich gemerkt, wow, okay, das ist wirklich intensiv gewesen. Und dann hieß es, wir mussten, ich will nicht in diese Steuerdetails jetzt reingehen. Wie gesagt, wir haben dann mit Experten auch gearbeitet, die sehr viele Sachen durchdacht haben. Es ging wirklich nicht anders. Aber dann mussten wir noch privat eine sehr hohe Summe einzahlen, damit das war wirklich kompliziert. Ja. Im gleichen Zeitraum konnten wir uns keinerlei Gehälter auszahlen. Also Anton und ich haben uns bestimmt 4 Monate so null ausgezahlt. So. Ja. Wird's dann schon mal so, dass du denkst, oh, holy shit, was machen wir hier eigentlich? Aber hat dann wieder ganz gut die Kurve bekommen. Also das sind so definitiv Momente, die halt dann nicht so die Sunny Side sind. Und auch ne, schnelles Wachstum. Ich glaube, auf der Prozessseite sind wir sehr gut aufgestellt, aber es bringt halt immer Probleme mit sich. Ja, also das Team muss auch umdenken und wir haben echt ein geiles Team. So, ich liebe unser Team. Ist für mich auch immer wie so ein SWAT-Team, weil es ist immer so, hey Leute, wir müssen das fixen und dann sind alle so, okay, let's go. Also wir haben so ein bisschen so eine Do-or-Die-Mentalität und da bin ich auch echt happy drum, aber das ist definitiv so ein Abfuck gewesen und auch die letzten Jahre, ne? Also die letzten Jahre, wo ich von irgendwelchen Leuten am Telefon angeschrieben wurde, ja, das war mein erster Sales Call vom Choleriker, wirklich, also im richtig Ernst? Zusammen. Ja, ohne Scheiß, das war nicht gelogen, mein allererster Sales Call, meine Referenzerfahrung, der hat mich zur Sau gemacht und ich war so, oh, was mache ich hier? Geplatzte Verträge, wir haben mit Franchise-Unternehmen gearbeitet in der Corona-Zeit. Muss ich nicht erklären, was da für Probleme mit sich kommen. So diese ganzen Dinge, ich habe die gar nicht so präsent in meinem Kopf, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, die verschwinden schnell wieder, ne?
Genau, ich habe da nicht viel Fokus drauf. Ja. Was ich immer gerne sage, für mich ist Unternehmertum wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Ja, du hast das, was du an Ups and Downs normalerweise als Normalangestellter hast in einem Jahr, das hast du so halt an einem Tag. Und das geht nicht weg. Es kommt wirklich hin. Ja. Aber dein Schmerzlevel ist halt einfach ein anderes. Also mich stressen halt viele Sachen einfach nicht, wenn es so, hey, hier irgendwas ist broken. Ne, Werbekonten gesperrt ist für mich mittlerweile, sagt Tom mir das nicht mal. Ja, Tom ist so, ja, übrigens unser Werbekonto war gestern gesperrt, jetzt wieder frei. Also so, okay, cool, Werbekonto mal wieder gesperrt wegen irgendwas. Weil ansonsten gehst du ja kaputt, wenn du dich nur auf diese Scheiße fokussierst. Genau. Hey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, man macht auch diese Evolution. Ich weiß noch, keine Ahnung, als ich vor meiner Anfangszeit habe ich erfolgreich Pfeffermühlen auf Amazon verkauft mit Amazon FBA. Und ich weiß echt noch, ich habe irgendwann Weihnachten oder so, musste unbedingt eine Ladung irgendwie aus China rüber. Und ich meinte zu dem Logistiker, koste was es wolle, bring die rüber. Im Januar hatte ich dann die Quittung, eine Rechnung im Briefkasten über 10.000 Euro. Ne? Und das war wirklich die erste Rechnung sozusagen über diese Höhe. Ne? Ey, meine Ohren haben geklingelt, als ich diesen Brief aufgemacht habe. Farina stand neben mir und meinte, Robert, was los? Warum wirst du so bleich? Ne? Mhm. Und ich so, ey, ich muss hier 10 Scheine bezahlen. Die Ware kommt ja dann immer erst an, wenn man die Rechnung bekommt. Mhm. Du hast noch nichts verkauft. Ne? Und dann war auch irgendwie Zahlungsdatum. Sie waren doch nicht so, dass man das verhandeln kann und so. Ne? Und heute denke ich mir so, ey, 10.000 Euro tun halt immer noch weh. Aber wenn irgendwie eine Rechnung über 10.000 Euro kommt, bin ich so, ja, okay, ich habe schon irgendwie Schlimmeres gesehen. Ne? Das macht mich jetzt nicht mehr kaputt irgendwie. Ne? Ja. Ey, es ist verrückt, was man da irgendwie, ja, ich glaube wirklich, was man da in Tagen erlebt. Ne? Also das sind dann so die Struggles unterwegs. Wie gesagt, ich finde irgendwie, man gewöhnt sich ein bisschen mehr dran. Und auch das habe ich, haben wir auch in der Zeit, haben wir dann auch noch tatsächlich eine Abmahnung wegen was bekommen in dieser einen Steuerwoche. Es war wirklich so alles gleichzeitig. Ja, wir haben Bewerbungsgespräche geführt an die Person, die eigentlich die Gespräche führen sollte, Todesfall in der Familie, also wirklich so, when shit hits the fan, so dann so aber richtig, und Anton und ich waren echt nur noch so, alter Scheiße, ey Anton, wir schaffen das, keine Ahnung wie, aber we get this, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt an der Stelle, ja. Ich glaube, auch das ist wichtig, und deshalb wollte ich das auch nochmal von dir hören, weil ich glaube, es ist immer diese Gefahr, wenn man sich über die Jahre so viel gelernt hat und entwickelt hat, dann sieht es am Ende alles sehr nach Sunnyside aus. Na, ich glaube, das eigene Hirn schützt einen so ein bisschen davor. Ich habe mal gehört, dass selbst traumatische Erlebnisse teilweise man nach 3 Monaten wieder vergisst oder verdrängt, weil es einfach ein Schutzmechanismus ist vom eigenen Kopf, um einfach nicht in Lebenszeit darunter zu leiden. Insofern muss man sich die Sachen auch, wenn einfach wieder zurückrufen, dass man überhaupt sich dran erinnert. Aber es ist cool zu hören, wie viel Schmerz und Kopfschmerz auch bei euch irgendwie auch heute noch irgendwie dazugehört, um dieses coole Ding irgendwie aufgebaut zu haben. Ne? Ja, absolut. Philipp, ich bin ja jetzt Agenturinhaber, ich muss jetzt auf die Suche gehen nach einer Agentur. Ne? Ich bin jetzt hyped, ne? Wo kann ich mehr erfahren? Ne? Wie kann ich in eure Welt eintauchen? Was ist so der beste Einstiegspunkt? Ne? Ja, ich glaube am simpelsten einfach YouTube, Anton Wieprecht, Philipp Epping, und dann gucken, was dich da interessiert. Ansonsten eine Website hast du auch schon gefunden. Ei, hat auch jeder gefunden. Es gibt gar nicht den einen besten Weg. Wenn du drin bist, bist du im Retargeting. Dann kommst du nicht mehr raus. dann kommst du nie wieder raus. Philipp, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Das war unglaublich aufschlussreich. Ich habe super viel wirklich mitgenommen, gerade mit der Angebotsentwicklung. Das kann ich, glaube ich, auch jedem, der heute hier zuhört oder zuschaut, nochmal mitgeben. Es ist gefühlt wirklich, such dir entweder die Unterstützung von Philipp und Anton da wirklich professionell, oder auf der anderen Seite schnapp dir wirklich Zeit dafür, weil ich habe das Gefühl, es ist so ein unterschätztes Thema, was du auch so schön gesagt hast, was den größten Hebel hinsichtlich Marketing und Sales hinten raus hat. Ne? Ich habe das Gefühl, die wenigsten beschäftigen sich damit. Ganz kleine Erkenntnis oder Ergänzung da. Vor allem sei ehrlich mit dir. Ja. Ursache und Wirkung mal zu betrachten. Ja, weil das, was du gesagt hast, das ist ein Satz, den höre ich so oft. Ja, ich will erstmal selber dran rumdoktern und spreche 3 Monate später. Perfekte Einwandbehandlung. Aber es ist halt genau, also mittlerweile bin ich da so super schmerzfrei, weil ich weiß, die Leute machen sich's halt unnötig schwer. Also wirklich, weil ich sage, hey, guck dir an, Ursache, Wirkung. Ja. Funktioniert dein Offer, schlägt es ein wie eine Bombe, dann hast du ein gutes Angebot, dann komm nicht zu uns. So, zumindest nicht wegen Angebot. Aber wenn du da rumstruggelst und immer wieder, ich mache jetzt die Positionierung anders und es kommt halt immer die ganze Zeit Gegenwind,
hey, der erste Step ist mal zu sagen, hey, vielleicht muss ich da mal ein, zwei Sachen anders angucken. Ja, vielleicht muss man da Unterstützung suchen. Ja, ja, aber so ein, zwei Dinge könnten manchmal helfen. Ei, für alle, und ich glaube, da triffst du den Nerv für jeden Agenturinhaber, der das heute sieht. Geh auf die Webseite, buch dir einen Termin bei Philipp, na, und lass dir da helfen. Weil wie du das sagst, es kann wirklich den Unterschied von Tag und Nacht machen, von heute auf morgen. Ja, und lieber nicht selber dran rumdoktorn. Ich nehme die Option weg. Na, es gibt nur eine. Yes. Philipp, vielen Dank dir. Na, ich freue mich, dich in Barcelona zu sehen. Ich danke dir, Robert. Yes. Ich freue mich richtig. Das wird ein Fest. Das wird ein absolutes Fest. Na, vielen, vielen Dank dir. Mann.